Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns den Algorithmen nähern. Algorithmen ermöglichen es uns, Prozesse formal zu beschreiben. Wir hatten in der Vergangenheit schon gesehen, wie wir mit formalen Sprachen statische Dinge beschreiben können, beispielsweise mit HTML, der Hypertext Markup Language, die aber eben nur dazu dient, statische Strukturen zu beschreiben. Daher ist HTML keine Programmiersprache und wir programmieren auch nicht, wenn wir HTML-Dateien erstellen. Das gleiche gilt für CSS. Auch diese formale Sprache dient zur Beschreibung statischer Dinge. Den formalen Sprachen, die wir bislang betrachtet haben, ist gemeinsam, dass wir in ihnen keine Abläufe beschreiben können. Mit Algorithmen wollen wir aber genau dies erreichen. Wir wollen Prozesse so beschreiben, dass wir sie an eine Maschine delegieren können. Dazu müssen wir sie formal aufschreiben können und dafür brauchen wir geeignete Sprachen. Und das werden dann Programmiersprachen sein. Wir werden uns in diesem ersten Video zu diesem Thema erst einmal mit dem Begriff ein wenig nähern, bevor wir dann im Anschluss tatsächlich echte Programmiersprachen kennenlernen werden. Zunächst werden wir da eine maschinennahe, sehr einfach aufgebaute und dann eine sogenannte höhere Programmiersprache in Form von JavaScript kennenlernen. Letztere wird uns dann in den kommenden Wochen bzw. Videos noch sehr intensiv beschäftigen. Schauen wir uns zunächst einmal ein einfaches Verfahren an, von dem man meinen könnte, und wie es auch in vielen Lehrbüchern zur Informatik dargestellt wird, dass es sich hierbei um einen Algorithmus handeln würde. Wir legen, so sagt die erste Anweisung, eine tiefgekühlte Pizza auf ein Backblech, heizen dann den Backofen auf 225 Grad Celsius vor, schieben dann das Blech in den Ofen und holen die Pizza nach 12 bis 15 Minuten heraus, wenn der Rand der Pizza knusprig braun und der Käse goldgelb zerlaufen ist. Das klingt nach einer recht präzisen Anweisung. Wenn man aber einmal genauer hinguckt, merkt man, dass das alles gar nicht so ganz präzise ist. Ich möchte hier nicht auf alle möglichen Details eingehen, keine komplette Exegese dieses kurzen Texts hier vornehmen, sondern nur auf zwei oder drei kleine, aber wesentliche Punkte eingehen, nämlich insbesondere die Frage, wann wir denn die Pizza aus dem Ofen holen sollen. Wie stellen wir fest, dass der Pizzarand knusprig braun ist? Was heißt, der Käse ist goldgelb zerlaufen? Was besagt außerdem die Angabe 12 bis 15 Minuten? Wie lange denn nun? 12 oder 15 oder irgendwann in diesem Zeitraum, sofern der Pizzarand knusprig braun und der Käse goldgelb zerlaufen ist, müssen alle drei Bedingungen erfüllt sein. Was ist, wenn der Pizzarand knusprig braun und der Käse goldgelb zerlaufen ist, aber schon nach 10 Minuten oder erst nach 18 Minuten? Letzteres werden wir nie feststellen, weil wir die Pizza ja schon nach 12 bis 15 Minuten aus dem Ofen geholt haben, auch wenn die anderen beiden Bedingungen vielleicht nicht erfüllt sind. Wir sehen also, dass hier zumindest die Abbruchbedingung für den Prozess gar nicht richtig formal dargestellt ist. Wenn wir dies also nun durch einen Pizzabackroboter erledigen lassen wollten, dann müssten wir schon ein Stück präziser sein. Was heißt zerlaufen? Was heißt goldgelb? Wir müssten vielleicht einen RGB-Wert für goldgelb angeben, von dem wir dann noch sagen müssten, dass er an einer bestimmten Stelle oder im Durchschnitt an verschiedenen Stellen erreicht werden müsste. Das wären schon einmal Voraussetzungen, die mindestens erfüllt sein müssten, damit wir einen solchen Pizzabackroboter bauen könnten und eben noch so einiges anderes. Wir müssten alles das präziser formulieren. Wir sind also mit einer solchen Beschreibung noch nicht am Ziel, obwohl das schon in die richtige Richtung geht. Wir bauen aus elementaren Anweisungen einen einigermaßen komplexen Prozess zusammen, wobei dieser hier zugegebenermaßen nicht fürchterlich komplex ist. Wir hatten schon einen richtigen Algorithmus kennengelernt, und zwar das Verfahren zur Ermittlung der kürzesten Wege in einem Graphen, als wir uns mit dem Thema Routing beschäftigt haben. Das ist ein Prozess, der nun tatsächlich so ausführbar ist, wenn wir gewisse elementare Operationen beherrschen, wenn wir wissen, was es heißt, einen Knoten grün zu färben, was es heißt, einem Knoten einen Wert zuzuweisen und so weiter. Das sind alles Dinge, die man immer noch können muss. Und natürlich ist auch diese Beschreibung nicht unmittelbar durch eine Maschine ausführbar, weil es sich hier um eine umgangssprachliche Formulierung handelt, eine Art Pseudocode. Wir werden auch daran noch arbeiten müssen, diese Beschreibungen präziser zu fassen. Aber hier sind wir schon ein Stück näher an dem, was einen Algorithmus tatsächlich ausmacht, weil hier beispielsweise klare Bedingungen genannt sind, wie lange wir etwas tun müssen, wie oft wir bestimmte Schritte durchführen müssen, welche Anweisungen wir genau durchführen müssen. Dafür aber müssen wir, wie gesagt, die Anweisungen selber noch so formulieren, dass wir sie auch tatsächlich beherrschen können. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, das wir schon vor einiger Zeit gesehen haben, nämlich das Rechnen mit dem Abakus. Ich hatte das so eingeführt, dass wir den Abakus mehr oder weniger mit Verstand bespielt haben. Ich habe immer erklärt, was wir eigentlich tun, als ich das Rechnen mit dem Abakus im Video erläutert habe. Jetzt können wir aber noch einmal ein bisschen formaler darauf gucken. Und zwar möchte ich gleich auf der folgenden Folie eine große Tabelle vorstellen, die wir nutzen können, ohne dass wir dabei irgendwie großartig Intelligenz hineinstecken müssen. Außer, dass wir noch lesen und schreiben können müssen und die Anweisungen, die dort aufgeschrieben sind, so ausführen, wie sie hier beschrieben stehen. Und da sind wir nun wirklich bei ganz elementaren Anweisungen. Wir sehen hier noch einmal den Abakus auf dem Bild vor uns und erinnern uns hoffentlich, dass dieser in diese beiden Bereiche unterhalb und oberhalb des horizontalen Balkens unterteilt ist. Die Anweisungen werden gleich immer abgekürzt sein. Dort wird dann beispielsweise so etwas stehen wie eine Regel U1, was dann heißen soll, dass die angegebene Anzahl von Kugeln, 1 also in diesem Fall, im unteren Bereich des Abakus nach unten geschoben werden soll.
O3 bedeutet, dass wir im unteren Bereich des Abakus drei Kugeln nach oben schieben sollen. B würde bedeuten, dass wir in der links benachbarten Reihe eine Kugel nach oben schieben sollen. L, dass wir im oberen Bereich des Abakus, also oberhalb des Balkens, die angegebene Anzahl an Kugeln nach unten bewegen sollen. Und schließlich soll R bedeuten, dass wir in diesem oberen Bereich die angegebene Anzahl von Kugeln nach oben schieben sollen. R1 beispielsweise würde also bedeuten, eine Kugel im oberen Bereich nach oben zu schieben. Die Tabelle hat auf der linken Seite lauter Zeilen, die durchnummeriert sind. Die Zahl dort gibt jeweils an, welche Regel ausgeführt werden soll. Das klingt zunächst ein bisschen kompliziert, führt aber letztlich dazu, dass wir wirklich nur noch diese Tabelle hier ablesen und die Operation strikt nach Schema ausführen müssen, ohne dabei irgendetwas zu denken oder auch nur irgendwie zu wissen, was wir da eigentlich tun. Ich habe gerade gar nicht beschrieben, was wir eigentlich tun, wenn wir das Verfahren nun anwenden, was ich mit dieser Zustandsübergangstabelle formuliert habe. Hierin steckt in einer auch für Informatiker ungewohnten Form ein Algorithmus, ein Verfahren also. Das Verfahren setzt sich zusammen aus der Beschreibung der letzten Folie, also welche Aktionen durchgeführt werden sollen, dieser Tabelle und der Anwendung einiger dieser Anweisungen. Wir wollen dieses Verfahren nun auf eine Ausgangssituation, die wir auf dem Abakus haben, dort wird gleich eine bestimmte Kugelanordnung liegen, anwenden und nacheinander die Regel 1 auf die rechteste Reihe, die Regel 7 auf die zweite Reihe von rechts und die Regel 5 auf die dritte Reihe von rechts anwenden. Diese Schritte werde ich jetzt einmal durchführen, indem ich zu meinem Abakus gehe und das Ganze einmal durchspiele. Im Anschluss schauen wir dann einmal, was wir damit eigentlich erreicht haben. So, da bin ich jetzt also an meinem Abakus und wir haben hier eine Kugelposition, die wir im Moment gar nicht interpretieren wollen. Wir gucken da gleich nochmal drauf, aber im Moment wollen wir gar nicht darüber nachdenken, was wir hier eigentlich tun. Die erste Anweisung soll, wie gesagt, sein, dass wir zunächst auf die rechteste Spalte, auf das rechteste Stäbchen, die Regel 1 anwenden wollen. Wir gucken also in der obersten Zeile unserer Tabelle nach, der Regel 1, und müssen nun schauen, wie viele Kugeln wir oben liegen haben. Das ist eine Kugel. Und wie viele haben wir unten? Das sind 3. Also müssen wir in der zweiten Spalte von rechts, oben steht die 1, unten die 3, nachgucken, und zwar in Zeile 1. Der Befehl, den wir dort ausführen sollen, ist demnach O1. Das heißt, wir sollen im unteren Bereich eine Kugel nach oben schieben. Fertig. Jetzt sollen wir die Regel 7 anwenden auf die zweite Spalte, auf das zweite Stäbchen. Wir gucken also jetzt in der siebten Zeile nach und müssen welche Spalte nehmen? Nun, die, wo oben eine 0 steht und darunter eine 4. Und da steht nun in der siebten Zeile, dass wir den Befehl U3B1 ausführen sollen. U3 bedeutet, dass wir drei Kugeln hier im unteren Bereich nach unten schieben sollen. Und B1 hieß, dass wir links daneben eine Kugel nach oben bewegen sollen. Jetzt sollen wir auf die dritte Spalte die Regel 5 anwenden. Regel 5 für 1 oben, 3 unten. Der Befehl dort in der fünften Zeile lautet R1B1. Wir sollen also hier eine Kugel im oberen Bereich nach oben schieben und links daneben ebenfalls eine Kugel nach oben schieben. Das ist das, was wir nun ausgeführt haben. Jetzt können wir uns fragen, was wir denn da eigentlich getan haben. Wir haben nur nachgeguckt, wo wie viele Kugeln lagen, haben den Abgleich mit der Tabelle gemacht und dann eben dieses Verfahren angewandt, einen Algorithmus angewandt, ohne dass wir denken mussten. Das heißt, wir haben gerade gesehen, wie maschinell wir also diesen Prozess durchgeführt haben. Gucken wir uns nochmal an, wenn wir jetzt wirklich interpretieren, wenn wir jetzt noch einmal als Mensch wieder darauf gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Dann sehen wir hier die Zahl 1, 3, 1, 9. Das ist die Interpretation dieser Zahl, die hier im Abakus steht, 1319. Was hatten wir hier anfangs liegen? Wir hatten hier anfangs die Zahl 748, also 748. Und zu der haben wir von rechts kommend 175, das heißt die Zahl 571 addiert. 748 plus 571 ergibt 1319. Das heißt, wir haben mit dieser Übergangstabelle, also ohne dass wir es gemerkt haben, eine Addition durchgeführt. Das heißt also, die Addition mit dem Abakus können wir reduzieren auf ein solches rein mechanisches Vorgehen, wo wir keinen Hauch mehr nachdenken müssen, also den gesamten Prozess auf elementare Anweisungen zurückführen konnten, die wir eben ohne Sinn und Verstand durchführen konnten, was wir also im Prinzip auch durch eine Maschine durchführen lassen könnten. Wir haben hier nun also ein konkretes Verfahren gesehen, mit dem zwei Zahlen zueinander addiert werden können. Dieses Verfahren funktioniert für beliebige Zahlen, sodass wir hier nicht nur ein Einzelverfahren haben, das erklärt, wie wir eine konkrete Zahl zu einer anderen konkreten Zahl addieren können, sondern wir lösen eine ganze Klasse von Problemen, nämlich Additionsaufgaben für je zwei beliebige Zahlen, sofern unser Abakus groß genug ist, also genügend viele Reihen zur Verfügung hat, dass wir die Zahlen auch darstellen können. Aber im Rahmen dieser Beschränkung können wir beliebige Additionen durchführen. Damit haben wir unseren ersten Algorithmus kennengelernt, in einer, wie gesagt, vielleicht auch für Informatiker ungewöhnlichen Form. Hier ist er nicht so richtig als ein Prozess aufgeschrieben, vielmehr haben wir uns vor allem dieser Zustandsübergangstabelle bedient. Wir werden in einem kleinen Seitenast dieser Videoserie, der für diese Vorlesung nicht verpflichtend ist, auch nochmal sehen, warum diese Art der Notation eines Algorithmus tatsächlich gar nicht so ganz ungewöhnlich ist.
Der Begriff des Algorithmus, so viel nur als kurze Ergänzung, um ein wenig Hintergrund zu haben, wo der Begriff eigentlich herkommt, geht auf einen Mathematiker aus dem heutigen Usbekistan zurück, der insbesondere im persischen Raum und generell im arabischen Raum aktiv gewesen ist. Ich hatte in einem früheren Video schon angesprochen, dass unsere indisch-arabischen Ziffern und auch wesentliche Grundlagen unserer Mathematik auf die Entwicklungen dort zurückzuführen sind. Ibn Musa al-Khwarizmi hat bereits im 9. Jahrhundert ein Lehrbuch über Mathematik verfasst, deutlich bevor diese Entwicklungen dann nach Mitteleuropa kamen und hierzulande nicht zuletzt durch Adam Ries im 16. Jahrhundert Verbreitung fanden. Den Titel seines Lehrbuchs werde ich hier lieber nicht vorlesen, weil man Arabisch nicht so wirklich gut ist, aber in dem Titel erkennt man schon diese beiden Wörter Al-Jabr, auf die unser heutiges Wort Algebra zurückgeht. Auf den Namen Al-Khwarizmi geht der Name des Algorithmus zurück, also offensichtlich eine Verballhornung seines Namens, mit der wir es da zu tun haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was denn dann letztlich ein Algorithmus ist. Ich hatte eben schon darauf gedrungen, dass es eine exakte Beschreibung sein muss. Wir wollen also eine formale Beschreibung von Prozessen haben. Und hier sind nun 5 Kriterien formuliert, die eine formale Beschreibung von Prozessen erfüllen muss, um als Algorithmus gelten zu können. Zum einen muss ein Algorithmus elementar sein, wie ich das schon mehrfach angesprochen habe. Das heißt, nur elementare Anweisungen für das ausführende Organ angeben. Das ausführende Organ beim Abakus war eben ich. Und ich habe nur ganz elementare Anweisungen durchgeführt. Das ausführende Organ beim Backen einer Pizza wäre die Person, die vor dem Ofen steht und die entsprechende Aktionen ausführen soll. Und da hatten wir gesehen, dass die Anweisungen auf der ersten Folie vorhin bei aller scheinbaren Einfachheit nicht elementar sind. Man könnte sie eventuell so präzisieren, aber dieser Schritt wäre noch notwendig. Tatsächlich enthält übrigens auch der Algorithmus zum Ermitteln der kürzesten Wege eine Anweisung, die nicht elementar ist. Wer mal grübeln möchte, welche das ist und wie man dieses Problem löst, ist herzlich dazu eingeladen. Zum Zweiten muss die Formulierung präzise, eindeutig und determiniert sein. Es darf keiner Interpretationsspielräume geben, wenn der Algorithmus abgearbeitet wird. Die Schritte müssen immer in der gleichen Form ausgeführt werden, sodass am Ende bei gleichen Startbedingungen und gleicher Eingabe auch dasselbe herauskommt. Bei der Ausführung gibt es keine Unsicherheit oder Wahlmöglichkeiten, welche Anweisung als nächstes auszuführen ist. Es gibt auch probabilistische Algorithmen, die recht spezialisierte Anwendungen haben, und nicht deterministische Algorithmen, bei denen es sich um ein theoretisches Konzept für Komplexitätsüberlegungen handelt, das aber nicht auf real existierenden Maschinen umgesetzt werden kann. Diese Verfahren lassen sich durch deterministische Verfahren nur simulieren. Drittens müssen wir den Algorithmus in endlicher Form aufschreiben können. Wir dürfen also nicht irgendwo Punkt, Punkt, Punkt hinschreiben, so ähnlich wie wir das bei den Grammatiken auch schon gesehen haben, wo ich immer darauf hingewiesen habe, dass wir diese Punkte verwenden dürfen, aber nur, wenn Anfang und Ende des Intervalls klar sind und dazwischen endlich viele Zeichen stehen, damit man im Zweifelsfall auch alle dort gemeinten Zeichen hinschreiben könnte. Es handelt sich also nur um eine Abkürzung aus Bequemlichkeit. Und genauso ist das auch bei Algorithmen. Unsere Anweisungen müssen sich in endlicher Form aufschreiben lassen als ein Programm dann letztlich. Viertens muss die Ausführung selber endlich sein. Wir sprechen hier jetzt nicht mehr über die Formulierung, sondern über die Ausführung des Programms, des Algorithmus. Auch diese muss nach endlich vielen Schritten abschließen. Irgendwann müssen wir also zum Ziel kommen. Man sagt auch, dass der Algorithmus terminiert. Erinnern wir uns noch einmal zurück an den Algorithmus zum Finden der kürzesten Wege. Dort wurde in jeder Runde jeweils ein weiterer Knoten blau gefärbt. Am Anfang ist noch kein Knoten blau gefärbt, dann wird der erste blau gefärbt, dann der zweite. In jeder Runde kommt einer dazu, bis irgendwann alle Knoten blau gefärbt sind. Der Algorithmus kommt also garantiert zum Ende. Entsprechend hatte ich in dem Video schon argumentiert. Fünftens muss ein Algorithmus universell sein, in dem Sinn, dass er eine Klasse von Problemen löst, nicht nur eine einzelne konkrete Aufgabe. Er löst das Problem für verschiedene Eingaben, eben nicht nur 748 plus 571, sondern es können beliebige Additionen zweier Zahlen durchgeführt werden. Diese 5 Bedingungen müssen also erfüllt sein, damit wir bei einem Verfahren von einem Algorithmus sprechen können. Das soll als allererste Einführung in den Begriff des Algorithmus reichen. Im Folgenden werden wir uns ansehen, wie wir Algorithmen tatsächlich so formulieren können, dass wir auch eine Maschine haben, die diese Algorithmen ausführen kann. Unser ausführendes Organ, von dem ich gerade gesprochen habe, werden wir als nächstes präziser fassen und uns dann anschauen, wie wir für dieses ausführende Organ dann eindeutige Befehle angeben können, mit denen wir in der Lage sind, verschiedenste Algorithmen, im Prinzip beliebige Algorithmen, zu formulieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.